Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Let's Play Kanal. Der Spookytober steht wieder an und ich habe mir mal ein ganz anderes Spiel für den Spookytober rausgesucht, das wir spielen. Es wird wahrscheinlich nicht das einzige sein, aber ihr seht hier schon den Titel Kawaii Death to Death. Und ja, ich habe es aus Zufall im Store entdeckt und habe mir mal den Trailer angeschaut und dachte, das wäre ja vielleicht wirklich irgendwie was Kleines, Süßes, was man zum Spookytober beisteuern kann. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel gestalten wird. Ich würde sagen, wir gucken gleich einfach mal in Ruhe erstmal rein, lassen das Spiel auf uns wirken und falls es nicht sein sollte, dann haben wir es zumindest einmal getestet. Es gibt einen Solo- und einen PvP-Mode. Ich werde es natürlich dann Solo spielen, weil, naja, Versus geht nicht so gut bei mir. Okay, wir haben hier Death-Chan, aber auch ganz viele verschlüsselte Charaktere noch. Die kann man auch nicht so gut erkennen. So, Death-Chan ist ein Reaper und es steht Death can be kawaii too. Hier haben wir noch verschlüsselte Bilder. Ich weiß nicht, das wird sich wahrscheinlich alles mit der Zeit klären. Was haben wir da oben für Zeichen noch? So, Skins. Okay, die kann man dann wahrscheinlich auch mit der Währung kaufen. Das ist alles immer, wenn man ein Spiel anfängt, ganz neu und aufregend. Hier ist noch bei dem Rädchen, kann man noch Einstellungen vornehmen. Okay, ich denke, wir bleiben dann mal bei Englisch. Und machen vielleicht die Musik ein bisschen. Ja, ein Ticken leiser. Ich finde das gerade ganz angenehm, weil es war mir eben schon ein bisschen zu laut. Und hier haben wir die verschiedenen Level. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal hier auf normal einfach mal an. Ich habe jetzt nicht gerade ganz verstanden, wie man steuert. Also nach rechts ging es ganz gut, aber nach links ging es jetzt nicht auf dieselbe Art und Weise. Das ist natürlich doof. Ich hätte jetzt mehr erwartet, dass man so ein kleines Tutorial am Anfang kriegt. Hier ist auch kein Controller abgebildet, dass ich mal gucken kann, wie man das Ganze steuert. Nee, das ist nur Musik. Hier steht auch nichts. Wir probieren es einfach nochmal. Ah, okay. Also mit den oberen L- und R-Trigger-Tasten bei der PlayStation geht es zumindest. Oh? Oh, ich habe schon irgendein Achievement freigeschaltet. Ui, 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 ui. Mann. Aber hey, wir haben 264 Seelen gesammelt.
Okay, man muss sich hier echt dran gewöhnen. Vor allem bin ich links ein bisschen schwächer als rechts. Nee. Na komm, ich will erst eine Runde wenigstens mal bestehen. Eieieiei. Ah, hey, ich hab's geschafft. 266 Seelen habe ich gesammelt. Probieren wir es doch gleich nochmal. Übung macht ja den Meister. Eieiei. Komm, komm, komm. Ah, da ist noch einer. Yes. Das ist schon irgendwie sehr lustig, da mit dieser überdimensional großen Sense seine Fans zu zersmashen. Oder Stalker? Ich weiß ja gar nicht, ob das Fans sind, wenn ich hier auf der Bühne. Es geht schon langsam ein bisschen besser. Also ich sehe schon, das Spiel weckt so einige Frustrationen. Aber wir probieren es einfach immer wieder. Ah, Mist.
Ich war bestimmt kurz davor, das Level zu beenden. So. Ich kann noch keinen Charakter freischalten. Ich glaube, ich weiß ja nicht, ob die Kleidung einen stärker macht. Aber vielleicht können wir hier einfach uns mal upgraden. Sind wir auf Level 3. Sehr gut. Vielleicht klappt es ja jetzt ein bisschen besser, aber wenn ich mir bei manchen die Zahlen anschaue, frage ich mich, wie man das machen soll. Aber okay, wir können ja stetig leveln. Vielleicht kriegen wir dann auch bessere Sachen. Wir könnten jetzt mal hier in das zweite Level einfach reinschauen. Okay, jetzt ist eine andere Musik. Ist auch ein sehr lustiger Hintergrund. Steht aber ja auch drüber, dass es in Japan oder ein japanisches Level sein soll, was auch danach aussieht. Also zumindest so visuell. Was die Masken jetzt zum Beispiel angeht. Ich muss mich jetzt konzentrieren, dass ich hier nicht... Ah! Ich muss ja echt hier so ein bisschen das Muster erkennen. Je nachdem, wie man schlägt. Uiuiui. Ich dachte zuerst, es ist so eine Art Rhythmusspiel, aber ich sehe, dass die Leute nicht im Rhythmus angerannt kommen. Was ist jetzt? Ah, wenn ich jetzt beide Schultertasten gedrückt halte. Ah, da unten ist so eine blaue Linie. Okay, ist das sowas wie Magie vielleicht? Cool, jetzt habe ich hier so eine Riesensense. Ich habe noch irgendein Achievement freigeschaltet. Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar mehr Seelen eingesammelt. Versuchen wir es doch direkt nochmal. Jetzt geht's nochmal. Ja, damit bin ich natürlich auf jeden Fall stärker. Ah, da sind noch welche. Ah, okay. Ja, das ist irgendwie eine coole Special-Attacke. Vielleicht kriegen wir ja noch andere dazu. Je nachdem, wie wir aufgelevelt sind. Aber das ist ganz nett. Die Outfits kosten alle 5400, da bin ich ja noch lange von entfernt. Und zum nächsten Upgrade brauchen wir 3000 Seelen. Oh weh. Da müssen wir einfach jetzt stetig... Ah, ein neues Level. Okay. Probieren wir das doch einfach auch mal aus. Oh Gott, ist das weird. Okay, das erinnert mich aber auch so ein bisschen an Harajuku-Stil. Also zumindest von der Mode mit diesen Augen und diesen Tentakeln und alles, was so ein bisschen pastellig ist. Ja, es passt doch jetzt zu Halloween und dem Spooktober. Okay. Oh je, die werden ja mal schneller. Uiuiui. Meine Finger tun schon langsam weh. Wenn man ja nur die Schultertasten drückt. Ah!
Ah, da ist noch einer. Ah, der hat noch gefehlt. Okay. Ja, also das Spiel ist schon irgendwie sehr monoton. Aber es ist ganz unterhaltsam, finde ich. Aber mal sehen, wie lange man das am Stück spielen kann. Vor allem auch wegen meinen Fingern, ey. Das ist... Oh. So, jetzt gleich kann ich wieder meine Attacke zünden. Yay. Ja, endlich mal wieder über 1000 Seelen. Aber wenn ich mir den Vergleich angucke, das dauert ja noch ewig. Ach, am besten fokussiere ich mich aufs Leveln erstmal. Oh, da ist noch ein neues freigeschaltet. Aber vielleicht gehe ich hier erstmal in andere Modi rein. Obwohl hart. Ich glaube, hart würde ich jetzt noch nicht überstehen. Leveln wir erst noch mal ein bisschen. Das ging doch jetzt schon mal ein bisschen besser. Aber der Ertrag ist einfach so ernüchternd wenig. Ich hoffe, dass wir mit der Zeit mit dem Leveling vielleicht mehr Seelen rausprügeln können. Also ich finde das Game Design schon irgendwie sehr lustig und auch sehr cute gezeichnet. Also der Name ist hier wirklich Programm. Ich glaube, dass das Spiel einfach so ein bisschen zum Abreagieren nach der Arbeit gut ist, wenn man ein bisschen Wut angestaut hat und man nicht allzu viel denken will. Ich glaube, da eignet sich das ganz gut. Ich glaube, irgendwann bekommt man so ein Gefühl für das Muster, wie die Leute hier laufen. Zumindest habe ich das Gefühl, ich treffe jetzt öfter. Und gut, wir sind auch noch am leichten Level, wenn ich das gesehen habe. Gibt es ja noch einen Hard-Modus und einen Insane-Modus. Da möchte ich gerade noch gar nicht wissen, wie die sind. So, ja, noch ein bisschen, dann können wir weiter leveln. Ich glaube, man muss
einfach hartnäckig dranbleiben. Ich bin gerade verführt, mal zu gucken. Scheiße, wenn wir uns direkt dem nächsten hier widmen, da steht schon China oben drüber, dann America und Brazil. Okay, das sind wahrscheinlich die verschiedenen Tourorte, die wir haben. Dann machen wir nochmal das zweite Level. Ich glaube, wir sollten uns das andere für später aufsparen. Ja. Wir haben jetzt über 2000 Seelen. Also ich würde sagen, dass das Seelen sind. Ungefähr 1000 noch, dann können wir leveln. Ich glaube, anhand des Bildes hinten bin ich hier im Oni-Tengu-Level. So, jetzt. Meine Riesenwinde. Das ist so cool. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an... Ich weiß nicht, kennt jeder von euch oder jemand von euch noch Danny Phantom? Das war damals, ich glaube, eine Serie auf Nickelodeon. Noch müsste Nickelodeon gewesen sein. Und da gab es einen Geist namens Emma McLean. Und die hatte nämlich auch diese flammblauen Haare. Ich weiß aber nicht, ob das Spiel vielleicht schon vor Danny Phantom war. Und die war doch auch so ein Rockstar. Die, ich glaube nicht, dass sie die Seelen entzogen hatte. Aber hat zumindest durch die Liebe der Fans gelebt oder wurde stärker dadurch. Ich finde, man sieht so eine leichte Analogie gerade, ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht. Es sind auch diese blauen Flammenhaare hier in dem Spiel eher von Hades inspiriert oder so, keine Ahnung. Aber es erinnert mich schon, naja, so ein bisschen an Amber. Sonst guckt es euch einfach mal an. Kommt ruhig, kommt immer näher in meine Sensenmaschine. Jetzt ist Sense im Gelände. Yay. Ah, wir sind wirklich kurz vor den 3000. Kurz vorm Leveln. Aber ich würde sagen, für den Einstieg heute
reicht das erstmal. Ich glaube, man könnte sagen, wir gucken noch mal ein bisschen rein, ob das Spiel ausbaufähig ist oder zu monoton wird. Und ich bin gespannt, wann wir den ersten Charakter freischalten können. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.